erhalten zwei Museumseisenbahnen in Niederösterreich, die Ixtalbahn, Bergstrecke und die Hölltalbahn. An der Stelle, wenn man es da so gut noch versteht, die Hölltalbahn ist als damals hochmoderne, elektrifizierte Lokalbahn gebaut worden, um die Menschen von der Südbahn zur Raxheilbahn zu bringen. Die Strecke ging hier noch 1,2 Kilometer weiter, wirklich bis zur Talstation der Raxheilbahn. Ja, der Rest ist leider abgetragen worden. Es musste damals sehr schnell gehen. Die erste Seilbahn Österreichs, die Raxheilbahn, müssen Sie sich vorstellen, die erste, heute geht auf jeden Berg irgendwas rauf, wurde eröffnet und man wusste, man wird dem Besucheransturm nicht Herr werden und hat daher im Tal Bemühungen unternommen, eine bestehende Materialbahn zu einer modernen Lokalbahn auszubauen. Bis heute ist diese Lokalbahn im Besitz der Papierfabrik hier hinten im Tal, MM-Karton, Meier-Mellenhof, und wir sind der Pächter als Verein. Wir pachten so einen symbolischen Euro pro Jahr. Das klingt sehr preiswert, allerdings da stehen ein paar Dinge drin, die viel Arbeit machen, nämlich wir müssen die Strecke auch erhalten. Ja, das ist ja sonst eine Sache des Eigentümers. Man kann also sagen, der Verein hat, seit er hier tätig ist, seit 1977 die Strecke komplett errichtet. Und Fahrzeuge gebaut bei der Grazer Waggonfabrik, später Simmering Graz Bauker. Und es hat gegeben für den Personenverkehr zwei solcher Triebwagen und vier gleiche Beiwagen. Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Die Beiwagen schauen genau aus wie der Triebwagen. Da fehlen nur die Fahrmotoren und die Fahrschalter. Ist aber im Prinzip das gleiche Fahrzeug. Fahrzeuge wieder ins Tal geholt und konnte dann vor 10 Jahren, 2005, mit Fördermitteln der Europäischen Union unter dem Titel Belebung des Tourismus auf Basis eines bestehenden Beiwagens, Triebwagen hat es ja keinen mehr geben, den Triebwagen wieder errichten. Und er präsentiert sich heute im Wesentlichen wie bei der Erstauslieferung. Ich glaube sogar bei der elektrischen Schaltung ein paar Sachen verbessert. Elektrisch bremst hat er, wie überliefert, ist nie gescheit, das tut er jetzt auch gut. Und im Wesentlichen ist er jetzt wie originalgetreu. Saisonstart, ein riesen Kastanienbaum fliegt, umfliegt, die Fahrleitung reißt auf ein paar Mastlängen die Fahrleitung runter. Dann haben wir einige Wochenenden mit dem Turmwagen zu tun, um die Oberleitung wieder raufzuhängen. Das schaut von unten übrigens alles so klein und leicht aus. Wenn Sie einmal rauffahren mit dem Turm, dann merken Sie, dass man zwei starke Männer braucht, um diesen stählernen Ausleger, wo der Fahrtrad draufhängt, überhaupt zu heben. Und E-Lok Beiwagen haben wir. Das ist ein Original-Beiwagen, so wie man im Wesentlichen zurückkriegt kann von der Zillertalbahn, nur außen wieder in die Originalfarben zurückversetzt. Aber da sieht man leider innen, wie der schon abgewohnt ist auch und abgenutzt. Während der Triebwagen ja generalsaniert ist. Da ist ja jedes Brett runtergeschraubt, geschliffen, neu geschliffen.
quasi über statische Umformen, nämlich statische.